Wir fragen uns beim Anlass 20 Jahre Mauerfall, wie sieht uns das Ausland, wie sehen uns die Spanier? Antworten hat für uns ein Spanier zusammen mit der A Cappella-Gruppe La Le Lu. Dos, tres, cuatro. Sie haben lange Nasen und ein bleiches Gesicht. Sie haben Angst wie Hasen, sie pflegen ihren Rasen. Vom Wandern haben sie Blasen, haben depressive Phasen und sind ständig vor Gericht. Sie wissen nichts von Stolz und nichts von Leidenschaft. Ihr Herz niemals schmolz, ihre Kondome sind aus Holz. Die meisten sind Trolls, sehen aus wie Olaf Scholz, ohne Saft und Kraft. Doch einen gibt's in Alemannia, der ist im Herzen wie ein Spanier. Ein Frauenverführer, ihr fragt mich wer, hört mal alle her, auch Merkel liebt ihn sehr, und darum ist er ihr Kanzleramtsminister, Ronald Bofalam. Was für ein Temperament, einst der Mann vom Moment, intelligent und kompetent, seine Worte schlagen Funken, hat er was getrunken, ein Tanzbodenknaller, Ronald Bofalam. Alle anderen, sind Mimosen in diesem kalten Land, pflegen ihre Neurosen, tragen hässliche Hosen, sehen aus wie welke Russen, trinken Bier aus Dosen und zahlen dafür noch Pfand. Die Frauen dick, die Männer stumpf, sie blicken etwas dumpf, sie haben alle einen Strumpf, in diesen Sparstrumpf stopfen sie alles hinein. Doch da ist dieser Alemanne, er hat etwas auf der Pfanne. Schon mit 18 war er junge Unionsvorsitzender. Und manche sagen, er wär Steuer hinter sieher und Speichelecker. Doch er ist noch viel mehr. Springen. Seinen Augen ist die Glut, ist Feuer und Mut. Er ist ein echter Knaller, Ronald Bofalla. Der Bofalla-Tanz. Ronaldo. Ronaldo. Er ist ein Rhetoriker, Karrieremacher. Und vielleicht ist er euer nächster Kanzler. Ronaldo. Bofalla, 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 bofalla.
Dankeschön. La Lelu, meine Damen und Herren. Vielen Dank.